er jetzt schon da? Werden wir jetzt herausfinden. Normalerweise sitzt er hier irgendwo rum. Oh, anscheinend nicht. Na, kommt schon. Genau. Bearer of the curse. Seek so, seek the king, lest this. Du hast immer noch keine neue Scherbe gefunden. Nö, hab ich nicht. Aber dafür kann ich jetzt endlich. Willenskraft auf 20, jetzt habe ich das nämlich auf 2020, dann kann ich nämlich einen der NPCs überzeugen, mir was zu geben. Dann brauche ich noch ein bisschen Ausdauer, vielleicht. Oh, man kann die Zaubergeschwindigkeit erhöhen, indem man den Zauberwert erhöht. Aha. Ja. Wo sind die Slots nochmal? Bei Slots. Ja, wo steht hier Slots? Ach, da. Ich werde jetzt auch Konstitution jetzt noch auf 10 bringen und dann werde ich Zauber auch auf 15 oder so noch erhöhen. Irgendwann mal. Oder auf 20. Oder auf 20. Plüm. So. Nehmen wir jetzt noch einen kleinen Abstecher. Mörder! Zu dem stehenden, sitzenden Typen vom letzten Mal. Achso, ja. Falkin heißt der. Stehend sitzende Typ? Der stehend sitzende Typ. Der befindet sich ja hier. Hallo. Watches over you. Das stimmt. Weil sich das Licht fürchtet vor der Nacht. Das hier ist für euch. Hexergewand und Abendrotstab. Und das schenkt er dir, wenn du alles beides auf 20 hast. Genau. Und das ist besser als das, was du jetzt an hast? Genau, das ist der Trick daran. Und zwar halt der Abendrotstab, ist sogar ziemlich mächtig. Der ist zwar jetzt gerade schwächer als der Zauberstab, den haben wir aber auch schon mal verbessert. Den haben wir schon zweimal verbessert, oder? Genau. Und der Abendrotstab wird aber im Laufe der Zeit viel besser und sein Scaling unten, also den Schadensbonus, der ist viel höher. Deshalb. Achso, ich kann den auch noch gar nicht in den. Deshalb ist er auch noch nicht besser. Weil. Du brauchst mehr. 22 Intelligenz brauche ich, um den richtig benutzen zu können. Deshalb macht er auch gerade weniger Schaden. Okay. Genau, aber. Die Hexerklamotte. Kann ich anziehen. Die ist leichter und hat mehr Schutz als das, was ich gerade anhabe. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja. Und auch das. Ist leichter und hat mehr Schutz. Sieht natürlich auch ziemlich badass aus, muss man dazu sagen, finde ich. Gut. Reisen wir wieder in diesen Niemandshafen. Mit der Abkürzung. Mit der Abkürzung, diesmal sogar. Und da der Hälfte der Gegner am Anfang sowieso schon weg sind. Richtig. Aber der Hängetyp ist nicht mehr da.
wir haben die Seelen endlich mal ausgenutzt. Die immer noch verloren. Sieht schon gut los. Merke ich gerade. Ui, bei einer selber noch in die Fallen. Jetzt kein Weg. Das stimmt. Lohnt sich auch nicht für die zwei Gegner jetzt so einen Flakon zu benutzen. Nö, deshalb ja. Da sieht man übrigens mal einen Geist mit Großschwert. Haben wir vorhin schon mal kurz gesehen. Irgendwie ist der Weg ganz schön leer. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das Schiff ist schön hell. Endlich mal. Da kommen sie wieder angelaufen. Hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Solltest du was trinken? Zwar nichts zu trinken, aber. Kommen hier jetzt auf einmal alle angelatscht? Eine sehr, sehr gute Frage. Leider keine Antwort weiß. Naja. Los, steh auf. Sei nicht so faul. Und steh auf, Mädchen. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen. Ihm auch nichts mehr, wenn er im Wasser liegt. Das stimmt erstmal. Da hing schon mal einer. Die hängen da also so ab? Sieht mir so aus. Hilfe! Nein. Das sind so spannende Informationen, wo man denkt, das hätte ich auch sparen können. Hätte auch wahrscheinlich. Dankeschön. Aber wenn nur einen da hast rumhängen sehen, müsste ja gleich noch einer kommen. Da kommt ja schon an die Rand. Geht doch wieder oder was? Gute Frage. Da keine Lust, geht zurück, okay. Wenn er sonst nichts vorhat. Hi. Mach da mal runter. Willst du nicht wegzaubern?
Der schön langsam, bei denen kannst du das sogar machen. So langsam ist er doch nicht. Ich hab ihn weggezaubert mit meinem Schwert. Ja. Schwert kannst du also Feuer machen. Du machst die Luft als warm. Ich schlag die so schnell, dass sie Feuer fangen. Oha. Das glaube ich jetzt persönlich weniger, aber naja. Das Wasser ist undicht, schon klar. Das Schiff ist undicht. Ach, da hat nur einer in die Ecke gepinkelt. Was ist denn nun, Bosskampf? Check. Ui, was ist das denn? Sollst du vielleicht den anderen Zauber machen? Beziehungsweise die Hexerei. Nummer 63. Willst wissen. Boom. Ein, kann das sein? Nee. Da, der dreht sich auch manchmal. Ja. Der war doof. Tot. Tot durch Stern. Tot durch Stern. Naja, so. Ist ja auch nicht schwer, mit einem Schwert im Bauch, was dreimal so groß ist wie man selbst. Das stimmt. Viel Spaß beim Wiederhingehen. Krieg ich hin. Ist jetzt nicht mehr so schwer oder so lang. 21 finstere Kugeln. Ach ja, die Kutte, die ich gerade trage, erhöht meine Zauber, die ich pro Slot habe. Ah. Ja. Deshalb habe ich jetzt ein paar mehr Zauber. Ich glaube, das hängt sogar auch nur mit der Kapuze zusammen. Die Blumen. Berghaft. Wo hängt der andere? Da. Den letzten noch nicht gefunden. Der müsste noch irgendwo einer rum. Ich beobachte den Rand, wenn du dran vorbeigehst. Ich habe ihn nicht hingesehen. Ja, witzig ist, dass du die Seelen vor dem Schiff wieder kriegst. Finde ich auch schön. Willst du den Typen da oben wieder platt machen? Ja.
Hätte sein können, dass er was Nützliches fallen lässt. Ja, das stimmt. Hat aber nicht. Kann man, muss man aber nicht. Bis jetzt hat der Keulentyp gerade angegriffen. Ja, ja, ja. Ey. Theoretisch bloß nicht in der Ecke drängen lassen. Theorie ist gut. Ja, wenn man es mal einen Plan hat, das hilft schon mal viel. Da ist auch schwenkend, dass er so drehe war und nicht weiter angegriffen hat. Vergessen zu blocken, kann das sein? Spät geblockt. Und zu spät. Na komm. Mach ihn platt. Hetze mich nicht. Bitte? Hetze mich nicht. Versuch dich zu unterstützen, nicht dich zu hetzen. Du kannst ja Steine auf den Typen werfen. Das Problem ist, dass ich statt den Typen meinen Fernseher treffe. Das wäre sehr unschön. Durchbrechen? Ja. Oh, keine Magie mehr. Wenn die mich hart genug treffen, durchbrechen die den Block. Weil dieses kleine Lederschild ist auch nicht dazu ausgelegt, um jetzt großen Schaden abzuwehren. Das stimmt. Ah, einen noch. Na Gott sei Dank. Ihr habt gesiegt.